Willkommen zurück zu unser aller Lieblingsspiel Zompiercer. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz liebevoll mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die es gut meinen und dem letzten Video eine Bewertung gegeben haben. Ich hoffe, dass ich auch in diesem Video euch mal wieder ein wenig belustigen kann und erfreuen kann und ihr das Ganze mit einer kleinen Bewertung unterstützt. Ja, du. So, wir sind hier nämlich jetzt endlich bei der nächsten Station und da müssen Schädel explodieren. Es geht nicht anders. Es muss sein. Nicht wahr, Kumpel? Und ich darf auf keinen Fall getroffen werden, denn im Moment... Alter, was läuft denn hier gerade? Denn im Moment haben wir einfach hier wenig zum Heilen. Wir haben sehr, sehr wenig zum Heilen. So, direkt mal die Bandage hier snacken. Eine kleine Bandage. Kein Geld ist drin. Was haben wir hier? Oh, eine Notiz. Eine Notiz. Und wir brauchen einen Schlüssel. Stimmt, da sind wir stehen geblieben. Und hier ist nochmal jede Menge Munition. Aber das Problem ist, ich hätte gerne mal eine andere Waffe. Anscheinend gibt es ja hier noch ein Gewehr und eine Shotgun. Oh Gott, da draußen ist die Hölle los. Da draußen sind super viele Schlingels. Ganz viele böse Buben. Ey, ey, ey. Finger weg. Bam. Oh, die wollen rein. Die wollen rein. Die wollen mein süßes, süßes Fleisch. Weil ich so lecker bin. Die wissen einfach, ich bin lecker. Okay, wir haben diese Notiz. Da steht, dass ich in den Steuerraum muss. Und ich brauche unbedingt Treibstoff, denn wir sind leer. Meine Damen und Herren, wir haben wirklich nichts mehr. Also wir kommen hier nicht mehr weg. Wir haben, glaube ich, noch 100 Sprit. Das reicht nicht. Das reicht niemals, um hier wegzukommen. Okay, sie sind drin. Und hier gibt es sehr viel geilen Shit. Das freut mich. Ja, Bandagen, die kannst du eigentlich verwenden. Bandagen geben mir nur 10. Im Endeffekt ziemlich nutzlos. Klar, besser als nichts, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich, was wird dann wohl die nächste Station? Was erwartet uns bei der nächsten Station? Boom. Stirb, Zombie, stirb. Und mal hier dagegen schießen. Und... Babams. So will ich es sehen. Alter, der kommt hier wirklich nach oben. Der kommt hier wirklich nach oben. Warte mal, wenn ich jetzt hier meine Waffe nämlich weglege... Oh, wow. Woher kommt denn der? Boah, woher kommen die auf einmal wieder alle? Hey, jetzt kommen die Massen. Seid ihr bereit für die Massen? Ich bin's. Ey, Kumpel, du kannst auch die andere Seite der Tür nehmen. Vollidiot. Nicht getroffen? Warum habe ich eben gerade nicht getroffen? Okay, wenn der Schädel wackelt, wird es schwierig. Alter, ich habe so viel Munition. Tja, ich habe keine andere Wahl. Wir müssen raus. Moment. Diese Tür hier, die müssen wir öffnen. Die müssen wir öffnen. Ich gehe mal hier rum. Einmal hier durch die Horde. Obwohl, viel habe ich eigentlich schon weggeholt. Ja, Baby. Metall. Metall ist immer geil. Metall ist immer sehr, sehr gill. Okay, hier ist noch einer von diesen schnellen Jungs. Oh nein, nein. Eine Spuckgöre. Eine Spuckgöre. Da hinten ist noch so eine Spuckgöre. Renn, renn. Boah, die nerven. Die Spucker nerven so hart. Und die hält auch super viel aus, die Göre. Alter, wie oft habe ich jetzt schon getroffen? Ja, so kann man sein Zeug auch leer dudeln. Hier, nimm die hier. Und? Shit. Granaten werfen ist nicht so easy, wie man denkt.
Alter, hör doch auf! Bin ich infiziert? Klar bin ich infiziert. Ey, wie kann man die kalt machen? Kann die überhaupt sterben? Oh Gott, wie die abzieht. Yes, endlich. Meine Fresse. Wie heftig war die Alte, bitteschön. Oh Gott. Ich sag ja, diese spuckenden Drecksviecher. Alte Pizzanase hier. Oh nein. Und nein, nein, no, 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 no. Oh Gott, wenn ich nachlade, bin ich super lame. Ich darf doch keine Lebensenergie verlieren. Ich hab doch so wenig. Und mein Baseballknuppel ist auch beinahe kaputt. Kann man den reparieren? Oder muss ich dann einen neuen Baseballschläger herstellen und... Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie so funktioniert. Einen neuen Schläger herstellen und den dann irgendwie... So, hier mal reingucken. Nothing. Da mal reingucken. Nothing. Warte, 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 warte. Und hier geht's aber wieder hoch. What? Okay. Okay. Moment. Hier. Okay, wir müssen definitiv tanken. Ah, ich kann das Ding hier rausziehen, aber wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Die Frage ist, wo kriege ich jetzt Strom her? Hier. Aber verflucht, wie kann ich springen? Draufschießen? Nö. Uff. Hier muss ich hin. Kann man springen? Ne, man kann ja nur dodgen und ducken. Aber man kann nicht springen. Okay, ich muss irgendwie das Ding hier aktivieren. Das ist der Schalter, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir looten jetzt hier noch die Kisten ganz schnell. Schauen mal rein, was hier so drin ist. Weil eben mein ganzer Scheiß schon wieder beinahe komplett Schrott ist. Es lohnt sich eigentlich auch immer, Zombies zu töten. Wegen dem Level. Ich stehe ja schon wieder kurz vorm nächsten Level. Hey, Zombie! Okay, ich hau die hier weg. Warte, der kommt zu uns. Da hinten sind nochmal super viele Kisten. Die Frage ist halt, kriege ich genügend Metall zusammen, um mir vielleicht die bessere Werkbank zu bauen? Weil die würde mich halt auch extrem interessieren. Schaut mal, da oben sind auch... Ey, da ist so viel Zeug. Die Welt ist riesig. Die Welt ist einfach riesig. Oh, essen und trinken müssen wir auch. Komm schon. Nein, 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 nein. Der andere da hinten bleibt cool. Au. Au. Einmal aus dem Rhythmus raus. Und die geben dir dick auf die Nase. So, ich muss erstmal einen Weg finden. Ich muss erstmal einen Weg finden, wie ich jetzt hier den Knopf aktiviere. Und erstmal hier ein bisschen stärken. Das bedeutet, wir gehen nochmal zurück, tanken nochmal ein wenig auf und dann kriegen wir es irgendwie hin. Okay, hier ist alles gelootet. Nice, perfect. Und ich brauche einen neuen Baseball-Knuppel. Einen neuen Knuppel! Oh nein, Stinky kommt mit. Ach, verdammt, Stinky. Die muss sitzen. Gib mir eine Super-Explosion. Echt jetzt? Die Waffe ist kaputt. Die Waffe ist kaputt. Oh, Stinky ist tot. Stinky ist tot. Was? Warum habe ich kein Level up? Oder bin ich jetzt schon beim Maximum? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde den hier mal killen und gucken. Alles klar, man muss leicht drüber sein. Auch irgendwie dämlich.
So. Gut, dann schauen wir mal, wie wir da an den Knopf rankommen und geben hier noch ein paar Sachen ab. Und vielleicht eventuell können wir uns auch die geile Werkbank bauen. Und kommen damit dann zur nächsten Stufe der Evolution. Weil ich brauche unbedingt das Sprit. Ich brauche unbedingt das Sprit, meine Freunde. Erstmal gucken, kann ich eventuell... Warte mal, wenn das Ding kaputt ist, was kann ich damit machen? Ist er kaputt? Ich kann nur einen weiteren Knüppel herstellen, aber ich kann... Great tool for working with wood. Aber guck mal hier, hier brauche ich ja so einen geschmolzenen Barren. Okay, schauen wir hier mal rein. Hier habe ich vier noch drin. Warte mal, das hier rein. Wie kann man Sachen reparieren? Es wirkt so, als könnte man es irgendwie reparieren, finde ich. Warte, Moment, das ist die falsche. Das hier müssen wir mitnehmen. Es wirkt so, als könnte man es reparieren. Ich habe keine Ahnung, wie. Also wir brauchen 20 mal Schrott, um uns diese erweiterte Werkbank zu machen. Hier drüben habe ich noch ein bisschen was drin. Okay, ich habe jetzt insgesamt 16 oder was sind das jetzt hier? Ja, 16. Wir haben 16. Uns fehlt noch 4 mal Metall. 4 mal Metall und dann können wir es durchziehen. Oh, ich fahre das Ding mal ein bisschen weiter vor. Dass ich hier an der Säule bin, an der Zapfsäule. So. Ja, ich muss nur rausfinden, wie ich halt das aktivieren kann und wo das Ding rein muss. Wie ich den Zug betanke. Also, der Hebel oder vielmehr der Knopf, den ich hinter der Theke gefunden habe, ich kann ihn nicht aktivieren. Ich habe wirklich alles versucht. Es ist unmöglich, dieses Ding zu aktivieren. Und nein, man kann auch nicht springen. Man kann wirklich nicht springen, was die Sache jetzt noch ein bisschen kniffliger für mich macht. Bam. Aber... ich kann den hier hoffentlich töten. Meine Güte. Hätte der mich beinahe noch platt gemacht, der Dude. So, wir brauchen unbedingt Metall. Ich habe mir jetzt hier nochmal 9 Baseballschläger zusammengeknuppelt. Denn ohne Basie hast du keine Chance. Dadurch muss ich natürlich jetzt wieder ein bisschen Metall verschwenden. Wir sind jetzt bei 15. Wenn wir noch 5 finden, können wir die andere Werkbank bauen. Und anscheinend kann man ja sowas wie eine Schmelze bauen. Denn wir hatten ja da diese Eisenbarren. Und diese Eisenbarren sind wahrscheinlich der nächste Schritt Richtung geileres Zeug. So, wir können jetzt auf 34 schleppen. Ich habe meinen Skillpunkt nochmal hier in Traglast reingesteckt. In Stärke. Ich hoffe, wir können auch dadurch härter zuschlagen, dass wir irgendwann nur noch 2 Schläge brauchen. Wäre ganz nice. Im Moment sind wir halt bei 3. Ja, 3 Schläge. Und die Welt ist wirklich unendlich. Also, schaut euch das an. Schaut euch das hier an. Ich kann mich hier komplett frei bewegen. Und anscheinend gibt es auch immer wieder Dinge, die man entdecken, erkunden und analysieren kann. Wie zum Beispiel hier diesen Fettsack. Den ich sowas von nicht bekämpfen werde. Weil der einfach viel zu stark ist. Und ich habe keine Granaten. Ich brauche unbedingt mal eine andere Waffe. Dann denke ich, habe ich eine Chance gegen einen wie den hier. Weil mit der Pistole, ich will gar nicht wissen, wenn allein schon so ein Stinkevieh 20 Kugeln frisst, was dann, was frisst dann erst der Dicke? Was frisst er dann erst? Millionen? Höchstwahrscheinlich ja. Das ist die nächste sinnvolle Steigerung. Ich will den Dicken nicht aktivieren. Aber jeder, der schon mal tot ist, ist tot. Und deswegen, als drauf auf die Butterbirne. Auf die alte Matschrübe. Okay, hier gibt es 2 Hügel. 2 Hügel gibt es hier. Und mein Gefühl sagt mir, ich sollte den hier erschießen, weil ich habe auch wenig Heilzeug. So. Also die hier am besten erschießen, die hier am besten knüppeln. So kommt man ganz gut durchs Leben. Ich will doch nur... meinen Zug betanken. Ist das denn zu viel verlangt, ha? Und es wird auch schon wieder bald dunkel.
Das ist eigentlich der wahre Feind. Wir haben schon 15 Uhr. Gegen 18 Uhr siehst du hier nichts mehr. Du siehst nichts. Du bist blind. 18 Uhr, Lichter aus, Sperrstunde. Wie viel Metall haben wir dann? Na, werden wir gleich sehen. Erstmal hier noch looten. Nix, nix, nix und nix. Hervorragend. Bitte mehr nichts. Also mit der Lebensenergie komme ich schon mal sehr gut klar, finde ich. Das haben wir eigentlich ganz gut drauf. Ausdauer wäre jetzt das nächste, was ich mir holen würde. Oh nein. Och nein. Nein, Lady, nein. Kacke. Och nein. Ach komm, gegen die hast du keine Chance. Die ist... Komm her. Wo bist du? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht, weil sie reingefurzt hat. Alter! Ich habe sie zwar zerrissen, aber ich habe mich beinahe selbst gekillt. What? Bisschen Energy. Bisschen alles. Ich glaube mir hier alles rein, was geht. Na komm. Oh mein Gott, ich habe mich beinahe wieder... Mann, das Leben hier ist hart. Was haben wir hier Schönes? Hat es sich gelohnt? Ich weiß es nicht. Ja, gut, Painkiller. Oh, okay, das ist gut. Echte Heilung. Nicht nur billiger Müll, sondern... Okay, es hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Es hat sich definitiv gelohnt. Ich muss Munition sparen. Den kriegen wir auch so. Den kriegen wir. Ja, genau, genau. Mehr davon, bitte. Einfach mehr hiervon. Einfach mehr Schädel, die explodieren. Oh, yes, ich habe den Schlüssel. Das heißt, ich kann in den Raum. Das heißt, wir sind so gut wie durch. Wir können tanken. Aber jetzt bin ich so weit gelaufen. Jetzt muss ich hier noch looten. Oh, nehme ich mit. Nix. Hier nochmal ein bisschen was. Und einmal Painkiller nehmen. Bandagen. Hey, wo ist mein Schokoriegel? Ah, hier oben. Boah, ich habe hier noch richtig viele Riegelis. Und nochmal einen kräftigen Schluck hiervon. So. Das Haus ist schon mal durch. 300 fürs nächste Level. Ich bin dran. Ich bin dran, Leute. Meint ihr, es gibt hier drüben bei dem anderen Hütchen noch irgendwas Geiles? Aber dann, es gibt keine Taschenlampe. Ich hab's versucht. Ich hab L versucht. Ich hab alle Tasten durch. L. Nö. Ich habe dem Entwickler geschrieben, bitte Taschenlampe. Brauchen wir als nächstes unbedingt, weil die Nacht ist schon viel zu dunkel. Im Endeffekt kannst du dich nachts gar nicht bewegen. Weil du komplett blind bist. Ah, keine Ausdauer. Da kassieren wir. Ja, Ausdauer ist das nächste, was ich brauche. Definitiv. Ja. Oh, komm. Noch daneben geschlagen. Ausdauer ist das nächste, was wir brauchen. Jetzt wird's dunkel. Ja. Schön. Fantastisch. Hervorragend. Wo denn? What? Oh. Tanzt den Zombie-Dance und ich häng in einer Ecke drin. Geil, er prügelt mich hier durch die Wand. Nimm das doch. Ich bin voll? Jetzt schon? Heftig. Ja, Metall. Das ganze Metall hier. Ah, Mann, ich hasse es, dass wir immer so schnell überladen sind.
Ja gut, wirklich viel können wir da nicht mitnehmen. Ein Riegel geht noch. Metall ist einfach zu wichtig. Ich brauche das Metall. Ja, Munition. Boah, das bedeutet ja, es würde auch gar keinen Sinn ergeben, jetzt weiter zu looten, weil ich ja voll bin. Geld kannst du wegmachen. Jo, was ist denn? Was ist denn, Kumpel, ha? Huh? What's the problem, man? Okay, wir haben schon mal den Schlüssel. Aber ich würde gerne wissen, was da oben ist. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass da oben irgendwas Gutes ist. Ich sage, wir haben zu viel gutes, wichtiges Zeug. Moment mal. Okay, der wiegt nicht wirklich viel. Aber wenn ich Metall hier hinschiebe... Es geht nicht. Ich kann das hier hinschieben. 2,5 Kilo. Und das hier hinschieben. Okay, ich habe wieder ein bisschen Platz gewonnen. Wer ist der Beste? Richtig. Richtig. Aber jetzt wird's dunkel. Es wird dunkel, verdammt. Wenn ich doch nur springen könnte. Wenn ich doch nur springen könnte. Aber leider... Ich habe eine Behinderung. Darüber macht man keine Witze, okay? Mein Onkel Bud macht sich schon immer lustig über mich. Ich will leveln, Mann. Ich will leveln. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich bin so lame. Okay, wir gehen ganz kurz hier noch nach oben. Aber es wird super düster. Es wird super düster. Nicht mal ich werde was sehen. Das ist ja das Problem. Das wäre das verdammte Problem. Guck, jetzt geht's schon los. Die Nacht hier in dem Spiel. Ich hasse die Nacht in Videospielen. Aber hier drin finde ich sie... Ja, Next Level Krebs. Next Level Krebs. Die schlimmste Nacht ever. Und es dauert auch noch so ewig lang. Die Bewegung ist... Ich bin so langsam. Ich brauche viel mehr Ausdauer. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Ich frage mich, was passiert, wenn ich total müde bin. Was passiert dann? Ich bin jetzt bei 29%. Energy hilft dagegen nicht. Energy gibt nur Ausdauer. Wenn ich jetzt hier die 5 drücke... Ups, das ist Wasser. Das wollte ich gar nicht. Oh, ein Fettsack. Nicht gut. Ja, es ist zu dunkel. Wir müssen heim. Wir müssen unbedingt heim. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Metall. Oh nein, 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 nein. Okay, da drüben ist eine richtige Festung. Das sind diese Festungsgebäude, diese Hinterwäldlergebäude. Komm schon, ich will das wenigstens noch looten. Okay, irgendwann lassen sie sich in Ruhe, das ist schon mal gut. Dass sie dir nicht ewig hinterherlaufen. Obwohl, nein, die laufen dir ewig hinterher. Alles klar. Nein, es gibt keine Taschenlampe. Es ist. Du bist blind. Nachts. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Schaut euch das an. Ich habe eine Shotgun. So. Alter, ja, Mann. Ja. Ja. Ey, du! Ja, Mann! Eine doppelläufige. Okay, hat sich gelohnt, hier hochzugehen. Hat sich verdammt noch eins gelohnt. So, ich bringe uns jetzt runter. Also, Freunde. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, schon mal das da reinzuschieben. Aber wir haben noch keinen Strom. Wir haben noch keinen Strom. Die Shotgun haben wir am Start. Das hat sich definitiv gelohnt, da mal hochzugehen. Somit haben wir nämlich eine weitere Waffe. Und jetzt nutzen wir den Schlüssel, um hier reinzukommen. Bams. Cool, ich bekomme noch eine Granate. Wie nett. Oh, Kacke. Oh, nein. Oh, nein. Alarm bedeutet ganz, ganz viele Untote. Kommt jetzt die Horde? Aber ich habe Strom, oder? Es wird getankt. Es wird getankt. Ich nehme alles an Sprit mit. Alles. Wir machen
Wir nehmen alles mit. Keiner kommt. Wahrscheinlich, weil ich schon so viele getötet habe. Oh, da kommt einer. Zwei. Bam, in deine dämliche Fresse. In deine dämliche Fresse. Shotgun ist nice. Shotgun ist nice, Baby. Shotgun ist Liebe. Leider kann die auch kaputt gehen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, Sachen zu reparieren. Es muss irgendwas geben. Ansonsten wäre es ganz schön dämlich. Okay, weiter tanken, weiter tanken. Kann man irgendwo den Alarm deaktivieren? Wahrscheinlich unter der Theke. Das ist wahrscheinlich der deaktiviere den Alarmknopf. Genau der hier. Aber ich komme ja nicht ran. Es ist ja leider nicht möglich, da ranzukommen. Wow, da hinten kommen noch welche. Ich frage mich, was da noch alles vielleicht gewesen wäre. Zack, in dein Gesicht, Babyboy. Ich meine, da hinten könnten noch jede Menge Gebäude sein. Rein theoretisch. Okay. Boah, dauert das lange. Das dauert, Leute. Ich brauche mal hier noch ein Wasser und danach ein bisschen Nudlis. Ja, trinken wird knapp. Oh nein. Oh nein. Aber wann bekomme ich nochmal Sprit, ist die große Frage, ne? Stinky Stink. Du siehst nichts. Wo steht die Alte? Hat sich voll eingenebelt. Verrecken sollen sie, die ganzen verdammten Zombies. Stinke Lady? Wo ist Stinke Lady hin? Stinke Lady, wo sind sie? Oh shit. Und so geht sie dahin, meine Munition. Oh, nice. Bam. Ah, Kacke. Ich wurde angestunken. Echt jetzt? Ich muss dich trotzdem noch dreimal treffen. Für meine Granate. Stinke, stinke Lady. Nimm mal meine Granate. Hab ich dir auf die Mütze gegeben. Yes, ich bin Level Up. Geil, Mann. Ausdauer. Definitiv Ausdauer. Und Painkiller einwerfen. Alter, komm schon. Ich bin immer noch bei 2000. What? Ihr wollt mich doch knuspern. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ist da drüben Armee-Zombie? Habe ich das Ding gerade... Ich habe es durchs Fenster geworfen. No! Oh no. Oh no! Ich muss hier weg. Wie komme ich auf meinen Zug? Alter, ich brauche Painkiller. Alter! Die Stinke-Ladies sind das Schlimmste. Wie komme ich auf mein... Wie komme ich auf den Zug rauf? Wow! Oh nein! Army Soldier Man! Oh Gott! Ich will nicht sterben! Ich werde sterben. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Oh, eine Stinke-Lady ist down. Nein! Nachladen, da kannst du nichts machen. Okay. 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 Okay, ich weiß noch nicht, wie ich auf meinen Zug komme. Doch, ich weiß wie. Ich muss außen rum. Wow, ist das stressig, Freunde. Kommen hier unendlich viele? Explosions for the win. Muss hier weg. Okay, okay, ich habe sehr, sehr viele ausgerottet. Sehr, sehr viele. Wir gehen jetzt hier außen rum.
Dem Zug geht's gut. Ich glaube, außenrum komme ich hoch. Alter, wie... Es ist doch so böse, Mann. Ich hoffe, ich komme hoch. Ja, sieht gut aus. Und da hinten kommen die nächsten. Ich werde jetzt einfach losfahren. Mit offenem Tank. Hoffentlich geht das. Yo! Geben wir Gas! Verpissen uns von hier. Adios! Ihr Dödel! Ich hab euer Sprit. Yes, wir haben alles, was ging. Wir haben alles, was ging. Wir hätten nicht länger durchgehalten. Wir mussten gehen, Leute. Wir mussten gehen. Es war zu wild. Es war einfach viel zu wild. Oh, geil, Mann. Was eine Nummer. Warte mal, kann ich hier 20 mitnehmen? Nee, ne? Der wiegt ja 1 Kilo. Okay, ich hau hier einfach mal alles weg. 20. Obwohl, eigentlich reichen ja 20. Ja. Und die hier. So. Jetzt gehen wir hier mal hin und bauen uns dieses Ding hier. Für erweiterte Metallkacke. So. Ganz kurz hier rein. Und das platzieren wir mal ganz schnell hier neben Bett. Kann ich es damit bauen? Ich kann es damit nicht bauen. Nein. Okay, okay, das brauchen wir. Okay, das brauchen wir. Gott sei Dank haben wir hier noch ein bisschen was. Aber damit ist mein ganzes Metall dann auch schon wieder so gut wie verbraucht. Alles klar, wir haben so ein Baby hier. Machen wir weg, machen wir rein. Jetzt können wir das hier bauen. Das Spiel ist schon cool. Das Spiel ist schon wirklich verdammt cool. Oh, wir kommen in den nächsten Abschnitt. Und damit ist die Folge auch vorbei, denn das wollte ich noch erreichen, damit ich speichern kann. So, Leute, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das Spiel ist echt verdammt cool. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwarten wird. Oh, hier drüben ist ein kleines Hütchen. Oho, hier geht's in zwei Richtungen. Bewertung reindrücken, wenn ihr mehr sehen wollt. Habe ich meine ganze Munition voll? Ach nee, ich hab's in die Kiste. Alles klar, Panik vorbei. Tschüss!